Tür zu, Tür auf. Ja, und wenn das hier noch ein bisschen länger dauert hier. Ich weiß gar nicht, sind wir schon im nächsten Video? Egal. Ich werde gleich mal ein bisschen Action starten. Wo ist der Himmel? Da. Da ist der Mond, also. Naja, gut, lohnt es jetzt nicht mehr hier die Nacht. Aber in der nächsten Nacht werde ich mich vielleicht mal so ein bisschen, ja, an ein paar Mobs ranwagen. Ja, jetzt muss ich erstmal wieder Cobblestone sammeln, verdammt. Doch zuvor fällen wir erstmal den Baum hier. Damit wir auch, ja, wir werden natürlich auch Holz benötigen für das Haus. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch blind drauf losgebaut hier. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier ins Stein machen wollte. Also es ist klar, Cobblestone lasse ich sowieso nicht. Wenn, dann hätte ich so einen schönen Ziegelstein gemacht. Ja, muss ich aber erstmal brennen und das ist auch ziemlich aufwendig. Es wäre mir ehrlich gesagt lieber gewesen, wenn ich es aus Holz gemacht hätte. Ich mag nämlich ziemlich gerne Holz in Minecraft. Und es ist eigentlich auch ein guter Rohstoff, den man schnell haben kann. Natürlich muss man auch Bäume pflanzen. Und dann setze ich einfach mal hier und da noch hin und da noch hin und hier noch hin. So. Jetzt gucke ich mal auf die Zeit, wie lange ich schon aufgenommen habe. Ja, da kann man noch ein bisschen mehr. Also wir sind auf jeden Fall. Oh, ein zweiter neuer Kürbis ist gewachsen, den ich mir mein eigen mache. Wie war das jetzt? Hatte ich jetzt, ja, maximal droppen, glaube ich, immer 7 Stück. Also hatte ich 2 Melonen schon. Wollte ich einfach mal sagen, ich gönne mir ein Stückchen. Schnops, schnops, schnops. Da geht noch eins. Und ich stopfe mir auch ein echtes Melonenstückchen. Ja. Ja, jetzt kann man wirklich. Naja gut, so viel haben wir jetzt doch nicht, dass wir das hier wegschmeißen müssen. Aber wir können wirklich sagen, wir haben die große Hürde überwunden und können nicht mehr verhungern. Wächst alles wunderbar. So. Ich denke mal, hier kann man schon ein Fenster reinsetzen. Wie gesagt, 3 machen wir hoch. Also ich müsste also jetzt noch höher bauen. So. Also hier noch eins höher. Und hier ist dann unser neue Wand. Ah, ich kann es nicht zeigen. Ich sammle erstmal Cobblestone. Ja, Leute, ich weiß auch nicht, was das gerade war. Ich wurde eben gekickt vom Server. Aber jetzt nicht, weil ich gegen irgendeine Regel verstoßen habe, sondern ja, was, ich konnte es nicht so schnell lesen, weil ich schnell wieder rein wollte. Wahrscheinlich, weil ich hier zu lange gestanden habe, mehr als 5 Minuten, ja, sollte man immer berücksichtigen, wenn man irgendwo auf einen fremden Server kommt, dass man auch sich die Regeln durchliest und ja, seine Erfahrungen da auch sammelt, ja. Denn jeder Server ist anders und es macht einfach Spaß, mal auf andere Server auch zu gehen. Ja, um letztendlich dann dort zu landen, wo man sagen kann, das ist mein Favoritenserver, ne? So. Ja. Aber hier sind wir erstmal auf einen, ja, einen englischen halt. Ich meine, ich hätte auch einen Skyblock-Server wählen können, der deutsch ist, aber so schnell war ich jetzt nicht. Naja, was soll's. Relativ, ich muss sagen, bis jetzt gefällt mich dieser ja sehr gut. Ich konnte jetzt auch noch nicht so extreme Sachen im Chat lesen. Gut, da habe ich jetzt auch nicht so drauf geachtet. Und das überlasse ich euch. Vielleicht, wenn es mir wirklich mal langweilig wird, dann gucke ich einfach mal im Chat, was da so steht. Manchmal sind wirklich lustige Sachen. Aber oft ist auch so, dass ich absolut nicht weiß, worum es geht. Und das liegt nicht an der Sprache. Gut, wie viel Kabel ist denn haben wir? Okay, ich habe es euch versprochen. Hier. Machen wir erstmal wieder zu. Ne, komm, das lass mal auf. Oder? Kann ich da runterfallen? Ja, sieht gefährlich aus. Das mache ich einfach, damit ich hier gedrückt halten kann. Ich war nämlich eben mal auf Toilette. Da habe ich einfach mal hier mein Handy auf der Maustaste gelegt, damit ich automatisch Cobblestone-Dingse. Ich habe schon wieder ein englisches Wort gesagt. Mein Wilson, sag mir doch vorher Bescheid, wenn ich hier ein englisches Wort verwenden will, ja?
Ich meine, Wilson ist auch Englisch, aber ey, das ist sein Name. Ja. Diesen Baum sehen wir in der Natur sehr häufig. Auch wenn er schon ausgestorben ist. Es ist die deutsche Eiche hier. Standfest und robust. Man sagt ja immer, Buchen sollst du suchen, Eichen sollst du weichen. Einfach aus Respekt heraus. Weil sie so robust sind. So standfest. Weil, stell dir mal vor, du stehst dann unter der Eiche und dann sagt sie einfach, oh, ich kipp jetzt um. Und dann liegst du da wie so ein Ölzchen. Mann, was schwafelig hier. Nee, ich hab's euch versprochen, in der nächsten Nacht werden wir einfach mal, das können wir eigentlich, ehrlich gesagt, auch jetzt schon machen. Dass wir uns mal heranwagen, mit Absichtlichkeit ein paar was mit Absichtlichkeit? Was sind das für Wort? Hilfe! Oh, willkommen in Let's Play Skyblock. Dort, wo du im Himmel auf ganz neue Ideen kommst, die Kreativität möge dir helfen. Dazu. Mann, was schwafel ich hier. Und wieder eine Melone. Komm, die sammeln wir ein. So, dann machen wir hier mal schnell zack, alles rein. Zack. Und dass ich wirklich nur ein paar Blöcke Cobblestone bei mir habe. Oh, vielleicht soll ich mir auch mal zur Abwechslung. Na gut, ein Dings brauchen wir auch. Erde, ganz wichtig, hier rein. So. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Fackel brauchen wir auch nicht, denn wir wollen genau das Gegenteil erreichen. Aber da hinten sehe ich schon wieder, da wird ein Setzling oder drei sogar gedroppt. Die können wir gut gebrauchen. Und wenn es halt nur dafür ist, dass man unser, dass wir unser Ofen hier warm halten. So, jetzt aber ran hier. Dabei habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. So, und jetzt geht's los. So baut man effizient. Da sehen wir schon, es wird so langsam dunkel auf den Gesteinen. Ich sollte gut aufpassen, wie weit ich hier baue. Nicht, dass vor uns da... Oh shit, jetzt haben wir schon das erste Problem. Denn da ist ein Monster in unser Haus auf unserer Insel gespawnt. Zombie, nimm dies, Junge! Stirb! Nee, komm, komm, nein, Zombie, ich wollte dich retten. Eigentlich wollte ich doch dein Leben hier oben töten. Auch wenn du schon tot bist. Da haben wir es erlebt. Irgendwas haut hier nicht hin. Irgendwo ist eine Lichtquelle nicht richtig gesetzt, sodass der Zombie hier irgendwo spawnen könnte. Und ich vermute mal hier auf der Mauer, ich glaube, der lief ja auch hier oben lang, ja? Und darum werden wir einfach mal hier oben noch eine Fackel setzen. Das ist natürlich jetzt nicht meine Absicht gewesen, dass ich hier, dass der Zombie hier oben... Oh Mann, jetzt leckt es extrem. Ja, ich weiß nicht, was das eben war. Auf jeden Fall ist es extrem geleckt hier. Und ich musste einfach nochmal neu starten hier. Was mir auch auffällt, ich höre gerade Schritte. Ich weiß nicht, ob das meine Wahnvorstellungen sind oder ob hier jemand unsichtbar mich beobachtet. Auf jeden Fall habe ich Angst. Es kann natürlich auch sein, dass da unten... Boah, Baum, ey, erschreckt mich doch nicht so. Meine Güte. Ja, was hier nicht so schlau ist, dass ich jetzt einfach mal hier so eine Plattform hingebaut habe. Da seht ihr, da hinten ist dunkel. Da kann es wirklich passieren, dass da ein Monster spawnt. Da mache ich einfach mal hier zu. So. Das ist wirklich das Primitivste, was wir machen können. Und es leckt schon wieder so extrem. Verdammt. Okay, Leute. Ich weiß wohl nicht, was das hier die ganze Zeit soll. Ich weiß nur, dass es ziemlich stark ruckelt die ganze Zeit. Musste nochmal meinen Computer... musste nochmal starten. Und ja, jetzt geht's weiter. Aber schaut mal, ich habe einen Kürbis. Yeah. Melone. Yeah. Wilson? Wilson, nein. Wilson, wo bist du? Moment, Leute, ich muss erstmal Wilson wieder rausholen, ihn auferstehen lassen. Ganz einfach, weil sich die Melone gedacht hat, nein, Junge, hier nicht. Ja, die Melone schaut, ein gutes Beispiel, um zu zeigen, wie das Verhalten einer Melone ist in ihrer ursprünglichen Natur. So, die Melone kann jetzt nicht hierhin wachsen, ist klar, weil da der Baum steht. Hier natürlich auch nicht, da fehlt nämlich ein Block. Und selbst wenn dieser Cobblestone hier oben wäre, könnte die Melone auch nicht drauf wachsen. Denn eine Melone wächst nur auf Gras, Dirt oder hier Ackerland. Wobei, wenn sie auf Ackerland wächst, das Ackerland zerstört wird und wieder normal zur Erde wird. Ja, also hat sie nur diese Möglichkeit hier zu wachsen. Ja, und aber der Kürbis kann nicht neben einem
Block wachsen, ja. Und darum baut er sich ab. Darum ist das ja auch keine gute Wahl. Und darum muss der Baum wieder dran glauben. Ja, und ihr seht, ach, schade, eigentlich ein guter Baum. Der ist nämlich groß geworden. Ich wollte auch mal erwähnen, dass ich mein ganz eigenes Ritual habe, um Bäume aufzubauen und beziehungsweise diese abzubauen. Gut, da kommen wir jetzt nicht so hoch. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust auf so einen Mist hier, dass dieser Baum so groß wächst und ich da mich noch hochbauen muss. Aber eine gute Variante später mal. Oh Mist, jetzt ist schon wieder Nacht. Ja, wir wollten ein bisschen Action hier reinbringen. Ja. Und ich habe immer noch nicht die Fackel gesetzt, die ich da oben hinsetzen wollte. Also gehen wir einfach mal hoch. Ja, zu dem Zeitpunkt hat es nämlich geruckelt hier. Ist ein paar Minuten her. So, aber jetzt werde ich hier diese Fackel setzen. Wobei das nicht der einzige Platz ist, wo Monster spawnen können. Ich schau mal kurz. Hier sieht es eigentlich ganz sicher aus. Da unten, wenn ich jetzt... Ja, da unten können Monster spawnen, aber ziemlich gewaltig, ne? Wenn ich jetzt irgendwo hier offen habe, dann können sie hochkommen. Es kann natürlich auch passieren. Nee, das Wasser fließt nur da lang. So, okay, ich muss mich jetzt hier konzentrieren. Denn wenn da jetzt ein Monster spawnt, kann das hier problemlos hier hin. Und im schlimmsten Fall lassen wir es einfach mal ein Creeper sein. Der kommt hierher und denkt sich, oh, da, wer ist denn das da? Hallo? Ich explodiere einfach mal daneben. Ja, und dann, wenn es geht noch, wenn ich da neben der Erde stehe, dann habe ich ein Problem. Na, was soll's. Was habe ich denn jetzt Wertvolles? Holz? Na gut, das muss man nicht unbedingt mitnehmen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich sterben werde. Im schlimmsten Fall. Ja? So, wo? Was könnte ich noch mitnehmen? Diese Stufe hier, da kann ich dann, jetzt kann ich meinen Kürbis hier hinsetzen. So, das soll's aber auch schon gewesen sein. Gut, hier kann auch nichts lang kriechen. Und wir werden einfach mal, weil es zur Action dient, wir wollen hier ein bisschen Action reinbringen, werden wir einfach mal hier ein bisschen weiterbauen, um Monster spawnen zu lassen. Und wenn man das schaffen will, muss man natürlich, sollte man auch wissen, erstmal ein paar Blöcke weiterbauen. Ich werde hier nochmal einblenden, wie weit man sich wegbauen muss. Beziehungsweise wie weit Mobs entfernt sein müssen, damit sie spawnen können. Ja, also wenn wir jetzt, das wäre jetzt hier eine gute Entfernung, wenn wir jetzt hier stehen und da hinten, da unten könnten jetzt Monster spawnen. Ich werde aber einfach mal noch ein Stückchen weiterbauen. Soweit es geht. Oder? Ja, das ist eine gute Sache. Ich zeige euch einfach mal, wie weit wir bauen können. Oh, jetzt habe ich mich erschrocken. Oh. Wenn jetzt hier was... ein Leck gewesen wäre... Ah, ach so, okay, wir können nicht weiter bauen. Also hier ist die Grenze. Derjenige kann auch so weit bauen. Und wenn der das machen würde, könnten wir uns hier verbinden. Aber das wollen wir nicht. Und dann baue ich hier wieder ab. So, und dann bauen wir hier eine kleine Plattform. So, naja, die muss am Anfang nicht zu groß sein. Wirklich, da... Also wenn es ein... Also da, wo ich zum ersten Mal Skyblock gespielt habe, da hat wirklich so eine kleine Plattform gereicht. Da brauchte ich nur da hinten ein bisschen stehen. Da unten seht ihr schon einen Creeper. Oh oh. Oh oh, Leute. Ein Creeper. Wer hätte es gedacht? So schnell geht es also. Die Plattform da unten. Das ist unser Keller. Da habe ich jetzt ein leichtes Kribbeln auf der Haut. So, jetzt sollten wir aber auch darauf achten. Verdammt. Was war das? Eine Spinne! Wo ist die Spinne? Nein! Hilfe! Ich habe Angst. Oh, jetzt läuft es mich richtig in Schauer und Rücken runter. Ich meine, ich spiele jeden Tag Minecraft. Töte jeden Tag genug Kühe, um mich vorzubereiten, was passiert, wenn ich auf Spinnen treffe oder Creeper. Aber damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe jetzt eine Spinne gehört. Ach, Moment, die war im Keller. Okay. Da sehe ich noch nichts. Aber was jetzt noch fehlt, ist eine Mauer, die wir hier ziehen. Wir haben jetzt also schon ein paar Monster im Keller. Wir brauchen jetzt schnellstmöglich noch eine Mauer, um dahin...
Nein! Leck, du kommst im falschen Moment! Nein! Verdammt, verdammter Mist! Nein, 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 nein! Habe ich es überlebt? Seid ihr noch da, Leute? Okay. Ich beende jetzt erstmal hier die Aufnahme. Das war mir Action genug für heute. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ohne Lag, hoffentlich. Wenn es heißt, Let's Play Skyblock in Minecraft. Bis dann.